Der Präsident einer Schule zu sein, ist der Traum von jedem, der Einfluss und Popularität erlangen möchte. Aber manche Leute, die das schon haben, sind nicht bereit, das so einfach an einen Nerd zu verlieren. Alle beliebten Jungs sind gut im Sport und die Schönheiten sind gut darin, sie zu unterstützen. Nur Josh bekommt keine Chance, seine Fähigkeit zu zeigen. Wenn ich nur eine Chance bekäme, oh, ist das für mich? Er will spielen? Na dann, gib ihm eine Chance. Okay, kein Grund zur Sorge, das ist wie in Physik. Ich muss nur die Masse des Balls berechnen. Du hast nicht mal die Kraft, den Ball zu werfen. Bruder, du musst weniger lernen. Du wirst im Sport keinen Erfolg haben, Loser. Aber Josh gibt nicht so leicht auf. Er hat seinen eigenen, erfinderischen Ansatz zur Problemlösung. Mensch, du kommst besser auf Stelzen. Unser Held macht sich einen entscheidenden Sprung und irgendwas ist schiefgegangen. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Nun, er hat auf jeden Fall einen Korb gemacht. Dieser Typ weiß, wie man Leute zum Lachen bringt. Du gehst besser mit den Cheerleadern. Das ist okay, Josh. Das Maskottchen ist auch Teil des Teams. Du kannst das ziemlich gut. Jacob ist ein beliebter Kerl und der Liebling aller Mädchen, was man von dem Streber Josh nicht behaupten kann. Dieser Hit ist meinen liebenden Mädchen gewidmet. Obwohl ich schwimmen kann, ertrinke ich in euren Augen. Ich gehe ins Fitnessstudio, um euch zu beeindrucken und meine Übung zu machen. Alles, was ich brauche, bist du. Ich glaube, ich bin verliebt. Oh, Beethoven, gib mir die Kraft, bis zum Ende durchzuhalten. Gib mir eine Chance, wir stellen das Gleichgewicht wieder her. Bravissimo, Jacob, das ist ein sehr berührendes Lied. Also, Josh, du bist dran. Ich? Oh, das ist so aufregend. Dein Auftritt war toll. Josh als Oberstreber der Klasse sollte diese Bewunderung und Applaus nicht erwarten. Okay, jetzt ist wieder Mittagsschlaf statt Unterricht. Physik, Erdkunde, Geometrie. Manchmal tut diese Liebe weh. Ein Lied über Naturwissenschaften, wie langweilig. Alle sind direkt eingeschlafen. Er ist noch nicht fertig? Na dann kann ich wenigstens nickern. Oh ja, ich widme all mein Herz. Wir werden heute ein interessantes Experiment machen. Marie, sieh dir das an, okay? Ew, wie eklig. Hey Streber, verletz nicht meine Privatsphäre. Josh, komm bitte an die Tafel und zeig der Klasse eine chemische Reaktion. Hier, benutzt das Periodensystem. Schüler, schaut genau zu. Hey, wollt ihr mal was Interessanteres sehen als Reagenzgläser? Beliebte Jungs benutzen Nerds oft für ihre eigenen Zwecke. Zum Beispiel, um eine hübsche Mitschülerin um ein Date zu bitten. Sehr gerne. Wo wollen wir hingehen? Tja, Josh hat mal wieder Pech. Entschuldigung, ist dieser Platz besetzt? Nein, setz dich einfach weit genug weg von mir. Yo, Schönheit, was gibt's? Toll, dass du jetzt da bist, aber was hat der Loser hier verloren? Die beliebten Jungs wissen die Hierarchie zu schätzen. Ich packe dir dein Mittagessen hier in den Rucksack, genau wie Mami es macht. Soda? Das ist zu ungesund für dich. Vergiss die Soße nicht. Das war's. Nimm es und zu deiner vieräugigen Gesellschaft. Er ist endlich weg. Oh, Zoe, hallo. Was für ein Haufen von Snobs. Danke fürs Essen. Denkst du, er wird es mögen? Natürlich. Jacob, wir haben ein Geschenk für dich. Wow, mit diesem Produkt werden meine Haare hübscher. Jacob bekommt mal wieder alles. Das ist irgendwie schade. Oh, auch wenn Josh nicht beliebt ist, möchte er auch mal ein Geschenk bekommen. Hey Streber, ich habe auch was für dich. Wirklich? Josh schien mit etwas Coolerem gerechnet zu haben. Ein Puppenkamm? Für dein Babyschnurrbart? Das ist ja lustig, ha?
Oh nein, das ist eine Katastrophe. Die Statistik der akademischen Leistung der Schüler fällt direkt vor den Augen. Herr Grün muss ernsthafte Maßnahmen ergreifen. Wer ist verantwortungsvoll genug, um bei so einem wichtigen Thema zu helfen? Sie sind jetzt der Präsident der Schule und Ihre Aufgabe ist es, die Leistung der Schüler zu verbessern. Es ist mir eine Ehre, das muss ich meiner Mutter erzählen. Mal schauen. Sobald der Streberschüler Präsident der Schule wird, kommt es zu globalen Veränderungen. Und Jacob wird es am schwersten haben, sich zu gewöhnen. Wie erträgt der beliebteste Schüler die Nerd-Dominanz? Hey Jacob, wo ist dein Schnurrbart? Hab ich einen Trend verpasst? Dieser Kamm ist so praktisch, nicht wahr, Mary? Ha, er hat keine Haare im Gesicht zum Kämmen. Das scheint wirklich eine Methode zu sein. Mach dir keine Sorgen, nicht jeder hat guten Geschmack. Was sagst du da? Ich sage, es ist lustig und ich habe auch einen Kamm. Oh, kein Kommentar. Was mache ich falsch? Eo, was? Kein Basketball mehr? Guck mal, da steht der Loser. Ha? Hast du zu mir gerufen? Komm her, hast du Lust Schach zu spielen? Ich mache den Zug. Was machst du da? Er ist immer noch der Bauer, der zuerst zieht. Dieser Sport ist definitiv nichts für Jacob. Beliebte Jungs interessieren sich nicht für die Regeln eines intellektuellen Spiels. Ich werde alle Figuren schlagen und einfach gewinnen. Hör auf, so kannst du nicht spielen, okay? Der König wird schlagen, was ist falsch? Oh, es fängt gleich an. Freunde, ich rate euch, eure Ohren zu schonen und Kopfhörer aufzusetzen. Ich hoffe, ich werde nicht taub. Mrs. Jacobs Popularität ist auch die Liebe zu seiner Musik verschwunden. Die Studenten wollen was Entspanntes. Während andere die Melodie auf ihren Kopfhörern genießen, kämpft Jacob in seinem Spiel darum, seinen frühen Ruf wiederherzustellen. Früher war ich beliebt, aber jetzt ist mein Leben anders. Ein Streber wurde Präsident, so eine Schande, Schande. Wann ist es zu Ende? Der arme Herr Green hat keine Kopfhörer, also rettet er sein Gehirn mit dem, was er gerade zur Hand hat. Das sollte helfen. Hör auf! Wir haben genug. Setz dich. Endlich. Jetzt zeige ich euch, was man echte Musik nennt. Warum wissen die Leute mein Talent nicht mehr zu schätzen? Wir müssen uns die Heulsuse nicht anhören. Wartet mal. Schüler, passt auf. Ihr werdet den Beat lieben. Yo, ich wurde Präsident und hab die Schule gerettet. Alles, was ihr über Josh hören werdet, ist, er ist so cool. Er ist wie ein Rapper. Josh profitiert nur vom Rollentausch. Seine Musik hat alle Mitschüler begeistert. Nur Jacob kann die Bewunderung der anderen nicht teilen. Beethoven, es ist gut, dass man ihn nicht hören kann. Ich respektiere Pythagoras und die Wissenschaft. Josh, das war gut. Ich bin begeistert. Jeder in der Klasse stimmt zu. Bravo! Ihr habt keine Ahnung von der Musik. Habt ihr rausgefunden, wie man die Aufgabe löst? Ja! Okay, rutsch rüber. Okay. Hier ist besetzt. Hi. Josh, hey, wir sind hier am Lernen. Warum ist er so? Was stimmt nicht? Ja, du bist definitiv hinter der Zeit. Heutzutage ist jeder aus der Brottüte. Was ist das für ein Unsinn? Eigentlich ist es kein Unsinn. Es ist neue Mode. Super trendige Lunchboxen? Was ist hier eigentlich los? Warum ist Streberkram auf einmal cool geworden? Ich verstehe hier einfach gar nichts mehr. Oh, was macht ihr denn? So viele bunte Reagenzgläser? Vorsicht! Stell die wichtigen Reagenzien ab und geh zurück. Was für ein Ignorant. Also, machen wir weiter. Was ist denn hier so wichtig? Okay, lassen wir dich zusehen. Ja, oder er wird uns nicht in Ruhe lassen. Nimm es! Ferngläser? Ha. Was? Du hast also die Wahrheit über dich rausgefunden? Ich bin Gummi, du Leim. Was soll ich denn jetzt machen? Sie sind nur der Präsident der Schule, nicht der König. Sehen Sie sich das an. Die Statistik der Schule ist immer noch genauso schlecht. Ich nehme es zurück. Das Regal ist fertig.
Nun, was denken Sie? Für mich? Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Präsident der Schule. Das bezweifle ich. Wer glaubt ihr, verdient es wirklich, der beliebteste Schüler der Schule zu sein? Josh oder Jacob? Schreibt eure Antwort in die Kommentare unten. Und vergesst nicht zu liken und zu abonnieren, damit ihr kein neues Video von diesem Kanal mehr verpasst. Tschüss!